Ja, haben wir gelernt, wie wir Systeme oder Reihensysteme in eine Fließfertigung organisieren können. Okay. Reihensysteme, Reihenwertströme, abhängig von Kennzahlen wie die Zykluszeit, die Rüstzeit oder die Maschinenzuverlässigkeit, sind wir in der Lage, hier zu entscheiden, zum Beispiel, wo der Schrittmacherprozess ist und wo es FIFO und Supermarkt hingehört. Okay, das kennen wir schon, haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Wir wissen auch, dass die Maschinenzuverlässigkeit einen Einfluss hat auf die Zykluszeit, und wenn die Maschinenzuverlässigkeit kleiner ist als 100%, das verändert künstlich die Zykluszeit in eine neue Zykluszeit, die ist die Zykluszeit geteilt durch die Maschinenzuverlässigkeit. Okay, wenn die Maschine nur 90% der Zeit läuft, dann ist die Maschine langsamer und deshalb ist die Zykluszeit etwas höher, muss ich den teilen durch die Zuverlässigkeit, damit ich halt die echte Zykluszeit, also die effektive Zykluszeit bekomme. Maschinen oder Prozesse haben eine Zuverlässigkeit. Okay. Und fallen aus mit einem bestimmten Profil. Das heißt, manchmal sind sie funktionsfähig, manchmal nicht. Und diese Störprofil kann man statistisch beschreiben. Also das ist IO, das ist NIO. Wann diese Zeiten, der Ausfall und wie lang diese Maschine ausfällt, kann man mit Statistik beschreiben. Und deshalb haben wir die Statistik benutzt. Die Frage ist, welche statistische Verteilung wählen wir, um dieses Verhalten zu beschreiben. Okay. Weil die Maschinenzuverlässigkeit, dieses 90% oder wie auch immer Prozent, ist nur eine Zusammenfassung der echten Werte im Hintergrund. Die sind Werte, die nach einem statistischen Verfahren stattfinden. Gut, es ist ein statistischer Fakt, dass wenn die Maschine in einem Wertstrom agiert, in der Regel dieser statistische Ausfall hat eine Poisson-Verteilung. Wie wir damals gesehen haben, die Reliability oder die Zuverlässigkeit der Maschine wird dadurch erklärt, wo Lambda die charakteristische Zeit ist. Okay, das heißt, die Maschine hat eine Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass die Maschine in eine Zeit T1 kleine t ausfällt, ist t minus Lambda t. Warum ist das wichtig? Weil, wenn wir zu diesem Konstrukt auch nochmal die Netzwerktheorie nehmen und wir haben einen Wertstrom, der so eine Form hat, wo der Fluss
so laufen kann oder so laufen kann, wissen wir nicht aus heutiger Sicht, wie wir mit diesen Konzepten agieren können. Wir wissen nicht, wie wir mit diesem Konstrukt agieren können. Wir bringen heute als Schlusskonzept die Netzwerktheorie zusammen mit Statistik, zusammen mit dem Wertstrom. Diese drei Konzepte werden verknüpft. Okay? Ist die Fragestellung klar? Wir wollen verstehen oder wir wollen sicherstellen, dass wir die Organisation von einer vernetzten Produktion oder Logistik oder Beschaffung dimensionieren können. Dafür haben wir die Mittel für reihenartige Prozesse. Wir haben das statistische Know-how und wir haben die Netzwerktheorie, die wir die letzten Wochen gelernt haben. Diese drei Elemente knüpfen wir heute. Okay? Fragen? Das ist mal das Konzept. Dürfte nichts Neues sein für diejenigen, die mit mir im zweiten Semester Statistik gemacht haben. Okay. Wir haben hier eine Zuverlässigkeit von 1, Zuverlässigkeit von 2, Zuverlässigkeit von 3, Zuverlässigkeit von 4. Die Wahrscheinlichkeit, dass das System ausfällt oder eine Zeit t minus oder t klein dauert, auszufallen, ist 1 ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hier läuft. P1 kleine t mal P2 kleine t oder T2 Stern, sagen wir mal, mal P3, T4, kleine t. Okay? Das sollte ein Reihensystem. Wir gucken uns jetzt das hier. Okay? Welches System haben wir als Äquivalent zu diesem? Das ist Entschuldigung. Die Wahrscheinlichkeit, dass das System hier, das Material hier fließt, ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht fließt. Oder? Es fließt oder nicht? Eins von beiden. Das ist gleich 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass es weder beim 2 fließt, und nicht fließt bei 3. Weil die unabhängig sind, ist das richtig. Das ist 1 minus. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht bei 2 fließt?
1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass es bei 2 fließt. Dass das Material durchgeht. Mal 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass es bei 3 fließt. Das ist gleich 1 minus, wenn die eine Poisson-Verteilung haben, e hoch minus lambda 2t mal 1 minus e minus minus lambda 3t. In unserem Fall hier haben wir das zusammengefasst. Und diese Wahrscheinlichkeit haben wir in einem Prozentsatz ermittelt. Okay? Das heißt, dieses System ist ähnlich wie einer, der eine Zuverlässigkeit hat von 1 minus Know-how, sind wir bestimmt in der Lage oder seid ihr bestimmt in der Lage, so ein System zu dimensionieren? Stellt euch vor, ich gebe euch ein solches System. Maschine 1 hat eine Zykluszeit von 5 Minuten, eine Rüstzeit von 5 Minuten und eine Maschinenzuverlässigkeit von 0,9. Maschine 2 ist doppelt, hat eine Zykluszeit 2, also 2 haben wir hier, hat eine Zykluszeit von 6 Minuten, eine Rüstzeit von 5 Minuten und eine Zuverlässigkeit von jeweils 80%. Und Maschine 3 hat 2 Minuten, eine Rüstzeit von 5 Minuten und eine Zuverlässigkeit von 90%. Wenn A, B und C die Bedarfe sind, 100 Stück am Tag, 50 Stück am Tag und 30 Stück am Tag, was ist der Schrittmacherprozess? Wo sind die Supermärkte? Und Supermarktberechnung. Bitte macht die erste Übung.